Hof. Mit freundlicher Unterstützung von Rispinos. Von Onkel Benz. Zum Beispiel ernsthaft über eine Versetzung nachdenken. Das habe ich doch. Die Kinder sind in der schwächeren Position. Ihnen kann ich nicht noch einen Schulwechsel zumuten. Sag mir, ist dir überhaupt bewusst, was du da von mir verlangst? Du meinst, ob von den alten Gefühlen noch was übrig ist? Nicht bei Frank und mir. Ich gehe da mal. Mach's gut. Magst du noch mit draufkommen? Einfach so. Und ganz spontan. Meinst du und ich, wir beide zusammen auf dein Zimmer? Wir könnten noch ein bisschen plaudern. Ja, Livia, das klingt sehr verlockend, aber ich meine, ich sollte jetzt wohl besser gehen. Nach Hause. Ich meine, ich muss morgen wahnsinnig früh raus und habe im Moment auch so viel Arbeit. Entschuldige, ich bin wohl etwas sentimental geworden. Ist schon in Ordnung. Also, schlaf schön. Du auch. Traumhaft. Guck dir das mal an. Wenn ich das hier lese, ne? Du, der Programmablauf der Show ist bis ins kleinste Detail vorgegeben. Mhm. Und dann dieses verlorene Geschwafel von Schönfeld, von wegen Wahrhaftigkeit und Spontanität. Ich mache euch immer ein bisschen Platz. Ja, super, danke. Du, Billy, wann hast du euch mal wieder eine Sendung? Heute Abend wird wieder gekuppelt. Cool, cool. Hey, wenn du keine Daten brauchst, ich stehe dir gern zur Verfügung. Warum? Ich bin solo, vielseitig einsetzbar, Hauptsache nett, denke ich, oder? Gut. Was wird denn nun mit Paris? Sie sind doch Billy von der Date Show. Ja, klar. Wieso? Wir hätten so gerne ein Autogramm. Ach ja, klar. Wenn es weiter nichts ist. Wie heißt du? Natalie. Du? Kerstin. Kerstin. Ja. Danke. Danke. Und immer schön meine Sendung gucken, ja? Versprochen. Mach mal. Ich werde wohl lernen müssen, dass du nicht mehr mir alleine gehörst. Oh, Mademoiselle, ich werde immer dir ganz alleine gehören. Ich habe das Gefühl, du nimmst unsere Paris-Reise nicht ernst. Ey, natürlich. Ich freue mich total drauf. Hm? Dann fliegen wir also am Wochenende? Ja, klar. Was glaubst du, wie froh ich bin? Endlich wir zwei, ganz allein. Keine Schönfelds, keine Pfeifers, kein Versteckspiel. Vielleicht ein paar Paparazzis. Corinna, ich... Was? Ja. Das ist nicht gut, wenn wir nicht miteinander sprechen, Corinna. Tja. Es tut mir leid, wenn ich gestern... Du, das war ein außerordentliches Missverständnis. Ich bin natürlich der Ansicht, dass jeder Mensch seinen Beitrag leistet, egal ob er nun studiert hat oder nicht. Oh, wie gütig, Herr Detmar. Schau mal, du hast mir doch vorgehalten. Ich würde mir über die Situation deiner Kinder keine Gedanken machen. Daraufhin habe ich dir zu erklären versucht, dass meine Position ja auch nicht gerade einfach ist. Ja, und ganz nebenbei ist dir rausgerutscht, dass so ein einfach strukturierter Mensch wie ich deine Probleme nicht nachvollziehen kann. Du tust mir doch Unrecht. Ich habe doch sowas nie gesagt. Corinna, du hast eben nicht die Möglichkeit gehabt zu studieren und... Was Vernünftiges zu lernen? Ja, komm, sag's ruhig. Herrgott noch mal! Meine, müssen wir darüber streiten, wer in der Gesellschaft wichtiger ist? Das Problem sind doch die Kinder! Ach, jetzt haben wir ja den Schuldigen, die Kinder. Na, das hast du wahrscheinlich Tobias genauso gestern auch spüren lassen. Um Gottes Willen, nein, das habe ich dir doch ja, schon erklärt, Corinna. Ich kann sie ja heimgeben. Das ist doch Unfug. Ja, dann wären sie wahrscheinlich besser erzogen. Ich habe ja wahrscheinlich versagt. Ach, du drehst mir jedes Wort im Mund rum. Du, ich habe doch nur andeuten. Ach, ich rede gegen eine Wand. Du willst ja alles falsch verstehen. Mensch.
einen Spaß gemacht, du glaubst es nicht. Wenn uns jemand dabei beobachtet hat, der hat bestimmt gedacht, wir sind zwar frisch, naja, Teenies. Pubs und Billard, Wahnsinn. Du überrascht mich immer wieder. Und dann hat er mich ganz Gentleman zum Hotel gebracht. Und dann hast du ihm die Minibar gezeigt. Das wäre bestimmt recht unterhaltsam gewesen. Nein, leider musste Frank heute wohl früh raus. Er ist dann nach Hause. Ich finde es ja echt klasse, wenn jemand so diszipliniert ist. Ja, meine Damen, etwas mehr Disziplin bei der Arbeit würde Ihnen beiden auch nicht schaden. Oh Gott, der Chef. Ich spring rüber zum Bäcker. So viel Schufterei macht Hunger. Paps und Lilia scheinen sich wirklich gut zu verstehen. Ist doch klasse. Da hast du zwei Spitzenmütter. Ja, ich kann es selber fast nicht glauben. Früher haben die angeblich nur gestritten. Die waren wie Feuer und Wasser. Lilia hat sich auch verändert. Früher war sie ja wohl mehr die durchgeknallte Esoterik-Tante. So, meine Lieben, Zeit für eine kleine Erfrischung. Also, Frau Feller, Achtung, ich finde das so klasse, dass ich noch so lange im Laden bleiben, bis ich mich hier mit allem auskenne. Es macht mir doch Spaß, so netten jungen Leuten zu helfen. Ach, Corinna, jetzt schau doch nicht so bedröppelt. Dein kleiner Streit mit Detmar, das war sicher nur ein dummes Missverständnis. Schön wär's. Seine Nerven sind auch ganz schön strapaziert. Und da hat er sich eben im Tonfall vergriffen oder hat was Unglückliches gesagt. Er hat die Kinder als Problem bezeichnet. Und damit ist er einfach zu weit gegangen. Du darfst aber nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ich denke manchmal, er wäre ganz froh, wenn es Tinker und Tobias gar nicht geben würde. Ach, Unsinn. Ja doch, dann wäre vieles einfacher. Dann gibt's nämlich das Thema Schulwechsel überhaupt nicht. Er liebt dich mit allen Schwierigkeiten. Und er leidet, weil du unglücklich bist. Wahrscheinlich fühlt er sich noch dafür verantwortlich. Vielleicht ist aber auch die große Verliebtheit der Ernüchterung gewichen. Friedrich, ist das alles zu viel, die ganzen Probleme? Ich bitte dich. Naja, ist doch aber so. Wenn man aufhört zu lieben, dann mäkelt man plötzlich an dem anderen herum. Er hat sich vor aller Welt zu dir bekannt. Das hätte er doch nie getan, wenn er sich seiner Gefühle nicht sicher wäre. Nationalsozialismus, Militarismus. Corinna. Ich dachte, ich schau mal kurz vorbei. Frau Bernhoff vertritt mich für eine Stunde. Freue mich. Ich meine, dass du da bist. Du, ich habe versucht zu arbeiten, aber naja. Bei uns gab es heute Rehpfeffer mit Spätzle. Mhm. Ich dachte, dass wir vielleicht zusammen essen. Hm. Eine gute Idee. Du, warte, ich helfe dir. Danke. Ui, du hast ja sozusagen die Arbeit mit nach Hause gebracht. Dann hängen wir am besten raus zum Lüften. Hm? So ist das halt, wenn man in der Kneipe arbeitet. Ach, ich bitte dich doch, kein Problem. Schlimm wäre es, wenn du im Fischgeschäft... Wieso, was wäre dann? Dann würden wir dir sofort eine vernünftige Arbeit besorgen. Ach, herrje, jetzt habe ich schon wieder was gesagt, ohne vorher nachzudenken. Ich mache alles falsch. Das gibt's doch nicht. Mensch, das ist doch Billy. Zeig! Was macht denn die mit dem Typen? Ich dachte, die ist lesbisch. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß. Das Foto ist ein Fake. Nicht Showbiz. Klugscheißer. Aber dass sie sowas zulässt und Andrea erst. Für Geld und Erfolg. Hey, da kommen die Ladies. Oh. Sie ist echt scharf aus, Billy. Und dein Lover erst. Süß. Der ist ja bestimmt schwul. Hm? Also, um mal eins klarzustellen, ja? Andrea war, ist und bleibt mein Lover, okay? Ja, dann hast du ja wenigstens genug Kohle geregt für den Gag. Hm. Also, es geht mich ja nichts an, aber ich finde die ganze Sache ziemlich bescheuert. Jetzt übertreib mal nicht. Ich habe es immer bewundert, dass ihr euch zueinander bekannt habt. Und jetzt das hier. Und jetzt weiß ich wenigstens, warum ihr plötzlich keine Zeit mehr für ein Interview hattet. Heike, also erstens geht's dich wirklich nichts an. Und zweitens, mach bitte kein Drama draus, okay? Ihr wäre doch blöde, wenn sie diese Chance nicht nutzen würde. Tschüss und viel Erfolg noch.
sowas. Hi, Mom. Wir waren gerade in der Nähe. Wir wollten mal Hallo sagen. Das ist aber lieb von euch. Hm. Lass, ich mach das. Ich bin ja schließlich Spezialist für Scherbenhaufen. Ich mach schon. Wohin? Hier vorne erst der Tisch. Okay. Sagt mal, was ist denn los mit euch? Ach, na ja. Na los, sag schon. Es ist ja alles ziemlich blöd gelaufen in letzter Zeit. Und es tut uns leid. Kommt mal her. Meine Kinder. Und wir haben uns überlegt, ob wir dich nicht heute Abend zum Essen einladen. Natürlich nur, wenn du Lust hast. Weil wir dann in Ruhe über alles reden können. Hm? Na, das wäre toll. Klasse. Und Vivian steht auf Formel 1. Ich werde sie fragen, ob sie lieber mit Schumi oder Heinz Harald auf einer einsamen Insel leben möchte. Stimmt's? Mhm, genau. Und sie wird antworten, weder noch, denn beide sind bereits in festen Händen. Ja, super. Du hast es voll drauf. Mal kurz nicht bewegen, bitte. Diese Show ist ein einziger Fake, der totale Schwindel. Na komm, jetzt denk nicht dran. Bei den anderen Shows geht's ganz genauso zu. So, fertig für die Generalprobe. Danke. Na dann. Ich werde jetzt in der Zwischenzeit 2 Gläser Sekt besorgen. Frau Süßkind, es wäre mir lieb, wenn Sie Billy jetzt nicht weiter bei den Vorbereitungen stören würden. Gehen Sie doch einfach nach Hause und sehen Sie sich die Show im Fernsehen an. Wiederschauen. Ja, schon gut. Hi, Billy. Andrea hat mich nicht gestört, sondern beim Lernen deines Textes geholfen. Dann können Sie ja gleich weiterlernen. Geralds Vorgaben für die Antworten der Kandidaten sind mir einfach zu brav. Hier, ich habe ein bisschen Pep reingebracht. Vivian steht jetzt doch nicht auf Formel 1. Dieses Jahr ist Fußball angesagt. Schließlich haben wir die Weltmeisterschaft. Alle Achtung, wirklich peppiger. Ja, Herr Schönfeld hat da nicht ganz Unrecht. Erstaunlich, Herr Schönfeld. Gestern haben Sie noch von Wahrhaftigkeit und Spontanität gesprochen. Und heute drehen Sie sich alles so zurecht, wie es Ihnen gerade passt. Wissen Sie, ich liebe es, den Menschen das zu geben, was sie wollen. Ein bisschen formen, ein bisschen wenden. Und schon erscheint alles in einem ganz anderen Licht. Auch Sie sind nur Wachs in meinen Händen, meine Liebe. Das haben Sie aber schön gesagt. Hallo. Hallo. Schnell ausziehen. Boah, wie das nach Kneipe riecht. Boah, dann häng ich am besten raus auf die Straße in Autoabgase. Meine liebste, herzallerliebste Corinna. Egal wie dein Mantel riecht, für mich ist das Myrrhe und Weihrauch. Ein Duft, der meine Sinne betört. Also mit meinem Mantel kannst du ja machen, was du willst. Solange du mich nicht zum Lüften raushängst. Und damit du mir wirklich nicht mehr böse bist, habe ich 2 Konzertkarten besorgt. Das erste Violinkonzert von Max Bruch. Das wolltest du doch immer mal hören. Für heute Abend? Mhm. Und nach der Veranstaltung können wir dann bei einem gepflegten Glas Wein reden und träumen wie damals, als wir uns kennengelernt haben. Du, das ist wirklich ganz lieb von dir, aber du magst nicht? Ich bin gerade heute Abend mit meinen Kindern verabredet. So gegen 6. Doch schön. Freut mich. Und du bist wirklich nicht böse? Ja. Ich meine, jetzt hast du extra die Karten gekauft. Na nein, die Kinder gehen doch vor. Vielleicht schaffe ich es ja trotzdem, pünktlich da zu sein. Einverstanden. Wenn du bis 8 da bist, prima. Und wenn nicht, gehen wir eben ein andermal. Hm? So, jetzt müssen wir nur noch Ihre Haare ein bisschen fixieren. Ja. Sagen Sie, Herr Schönfeld, war das schon immer so ein Möchtegern-Diktator? Ach, ich sag immer ja, ja und denk mir meinen Teil. Wissen Sie, in unserer Branche wimmelt von Schönfeld und Pfeifers. Ja.
Die Luft ist rein. Ah, gut. Guck mal, lass uns schnell anstoßen, bevor die beiden wieder auf. Ach, Frau Süßkind. Gerald, sei doch bitte so nett und begleite unsere junge, hartnäckige Freundin zum Empfang und bestelle ihr ein Taxi. Machen Sie mal keinen Aufstand, meine Güte! Ach, lass mal. Ich fahre in die WG und werde dir vom Fernseher aus beistehen. Okay, ich kann alleine gehen. Billy, die Generalprobe war einfach spitze. Sie waren ungeheuer präsent. Und wie Sie mit den Kameraleuten umgehen, Hut ab. Ja, danke. Ach, Sie sind verärgert, weil ich Ihre Freundin... Nein, überhaupt nicht. Hören Sie, Billy, es geht einfach nicht, dass hier Freunde und Bekannte rumwuseln. Wenn der Schule macht, bringt der Beleuchter demnächst noch seine Oma mit. Ich finde Ihre Freundin wirklich sehr nett. Was halten Sie davon, wenn wir alle mal zusammen zum Essen gehen? Ins feinste Haus am Platz. Auf meine Rechnung natürlich. Hören Sie... Prima, ich sag Gerald sofort Bescheid, er soll einen Tisch im La Société reservieren. Und Sie sind jetzt ganz schön brav und lernen Ihren Text für unser lustiges Frage- und Antwortspiel. Hm? Gerald bei Töppers? Nein, nicht Mascha. Ich bin's, Livia. Wie geht's dir denn, Annalena? Ach, ich war etwas verdreckt, da habe ich schnell eine Dusche genommen. Deshalb hat's auch so lange gedauert, bis ich ans Telefon Ach so, ich bin zu Besuch hier. Ich helfe Basti und Mascha in ihrem Laden. Nein, Frank ist noch nicht da. Ja klar, ich sag ihm, dass du angerufen hast. Tschüss, Annalena. Livia. Hallo, Frank. Wie bist du denn hier reingekommen? Und warum duschst du nicht in der Pension? Keine Panik, Frank. Es hat alles seine Ordnung. Mascha hat mich reingelassen. Sie ist nur mal schnell in den Laden ihren Basti abholen. Ach so, ja. Ich war verdreckt von der Renovierarbeit und wollte uns nach dem Duschen was Leckeres kochen. So, und jetzt ziehe ich mich mal wieder an, bevor noch jemand wer weiß was denkt. Ach ja, das Telefon hat mich aus der Dusche geholt. Wer war denn dran? Annalena, ich soll dich schön grüßen. Was soll denn mein Annalenchen denken, was du jetzt hier treibst? Ich habe ihr gesagt, dass ich nur gerade geduscht habe. Na wunderbar. Nun mach doch mal. Ich versuch's ja. Vielleicht liegt sie auch gar nicht am Fernseher. Ach, wahrscheinlich ist es sowieso besser, wenn wir nicht hören, was sie sagt. Und Schmeike halt mal die Klappe. Hey, ich lass mir von niemandem den Mund verbieten. Und wo sind meine Kameraden? Hier ist Michael, Stefan, Thomas und Vivian. Souverän ist sie ja. Das müssen wir ihr lassen. Ach Mann, Olli, was soll denn der Scheiß? Na spitze. Dann machst du es doch, wenn du es besser kannst. Wer kommt denn jetzt schon wieder? Mein Gott. Ich wäre echt lieber zu dir gegangen. Wahnsinn. Oh, hallo. Hallo. Ich dachte, du bist im Studio. Schönfeld hat mich mehr oder weniger rausgeschmissen. Und Billy hat nichts dazu gesagt? Ach, weißt du. Manchmal ist es viel klüger, den Mund zu halten. Und bevor wir loslegen, zeigen wir euch erstmal ein kleines Filmchen, wo die Reise hingeht für unser Traumpaar. Film ab. Wer sehnt sich nicht nach einem Urlaub unter Palmen an der Karibik? Nach seiner Verletzung und nach seinem wieder guten Spiel gegen die Engländer.
dein heiteres Lachen. Mein Licht, meine Sonne, mein fruchtbares Tal. Sonne, mein wärmender Strahl. Ich brauche dein heiteres Lachen. Mein Licht, meine Sonne, mein kostbarer Gral. Klasse. Stefan, anscheinend kriegst du immer das, was du willst, ne? Ja. So, Michael, wie schreibst du in Richtung? Ja, keine Sorge, es ist noch alles drin. In der Liebe gibt es immer Überraschungen. Und bevor du Vivian zu einem Date überredest, verrat mir doch mal bitte, welche Eigenschaften du an einer Frau liebst. Tja, also meine Traumfrau, die... Vivian, hör gut zu. Ich glaube, dieser Mann steht auch auf innere Werte. Ja, klar, innere Werte. Ja, logisch. Also, ja, meine Freundin, die sollte auf alle Fälle innere Werte... Hey, ganz ruhig. Wir sind quasi unter uns. Ja, gut, also... Meine Traumfrau, die sollte auf alle Fälle so sein wie du, Billy. Das ist aber lieb, Michael, aber... Nein, ehrlich, du hast Rückgrat. Du bist immer gerade heraus und du machst keine Spielchen. Beim Fernsehen, da ist ja doch vieles bestellt und nicht ehrlich. Aber bei dir, Billy, da habe ich immer das Gefühl, dass du alles ehrlich meinst. Ich wäre wirklich gerne so, wie du mich siehst, Michael. Aber ich bin in Wirklichkeit eine Lügnerin und eine karrieregeile, blöde Tussi. Und nur für Geld mache ich diese Show hier. Nichts in dieser Show ist ehrlich oder echt. Nicht mal ich. Und diesen Clown, der angeblich mein Freund ist, den gibt's auch nicht. In Wirklichkeit bin ich lesbisch. Ja, ich liebe eine Frau. Billy kann nicht anders. Sie will sich nicht weiter verleugnen. Kostet sie das ihre Fernsehkarriere? Im nächsten Marienhof. Das war Marienhof mit freundlicher Unterstützung von Rispinos, von Uncle Ben's.